Ich bin Lars Höller, 45 Jahre alt, freischaffender Künstler. Ich male mit Acryl und mit Öl Bilder auf Leinwände. Durch einen Motorradunfall, wo ich 21 war, bin ich in die Reha gekommen und war da 10 Monate und habe dann gelernt, was ich alles mit meinen Fähigkeiten, die ich jetzt noch habe, machen kann. Und da war dann Computer mit dem Kopfstab oder so Sachen oder Lesen mit dem Lesegerät oder eben die Malerei. Und das habe ich dann intensiviert und das ist jetzt meine Arbeit, mein Lebensinhalt und mein Hobby. Einerseits male ich gerne Landschaften, aber die dann auch in ganz verschiedenen Stilen, sei es in plakativen Pop-Art-Bildern oder eben in ganz normalen Landschaftsbildern in Richtung von Paul Cézanne, wo mehrere Schichten übereinander gemalt werden. Dann wieder Kinderbilder, die dann auch eher plakativ sind und bunt und knallig. Oder wieder Aktbilder, die wo dann auch in ganz verschiedenen Stilrichtungen gemalt sind. Deshalb kann ich nicht sagen, ich bin jetzt dem Stil oder dem Stil zugetan, sondern wie mir gerade mein Herz sagt oder meine Lust mir sagt, was ich machen möchte. Besondere an der Kunst ist eigentlich, dass man ja das, was man in sich fühlt und spürt, auf die Leinwand projizieren kann und dass man sich danach gut fühlt und kreativ sein kann und produktiv sein kann, auch in der Situation, wo ich jetzt bin. Ich war schon künstlerisch interessiert, habe auch ab und zu gemalt, aber recht selten, also zu Weihnachten und so, um den Familienangehörigen billige Weihnachtsgeschenke zu machen. Aber sonst war ich eher ja, so Disco und Mädels, Motorrad und so Sachen interessiert. Also, das war zweitrangig, die Kunst. Und am Anfang, wo ich da angefangen habe mit der Kunst und mit der Malerei, war das eher Zeit totschlagen. Und das kam erst nach und nach, die Leidenschaft. Und jetzt ist es ein Lebensinhalt für mich geworden. Und bin froh, dass ich das habe. Also ich hätte auch nach meinem Unfall nie geglaubt, dass der liebe Gott oder die Energie oder wie man es nennen will, einem denn noch so viel schenkt und so viel auf den Weg gibt. Bei mir ist es dann die Kunstakademie, die Vereinigung der Mund- und Fußmalenden Künstler, die Malerei, wo ich dann in halb Europa rumgekommen bin und viele Menschen getroffen habe, die ich so nicht getroffen hätte und viele Erlebnisse bekommen habe, die wirklich wunderschön sind und ich heute zu sagen kann, dass ich wahrscheinlich genauso zufrieden bin, wie wenn ich jetzt laufen könnte. Und aber das braucht einige Zeit und dauert schon längere Zeit. Aber wenn man den Weg dann weitergeht, dann findet man auch diese wunderbaren Erlebnisse, die wo man bekommt. Natürlich ist es heute auch ab und zu schwer, aber ja, es lohnt sich denn trotzdem. Ich kann nur sagen, es warten noch viele Überraschungen, auch Geschenke vom Leben auf einen, obwohl man es gar nicht mehr glaubt.